HR1. Ruscher hat Vorfahrt. So, auf in die Woche. Was da wieder alles passiert. Wenn ich mir das hier angucke, anscheinend die Woche der Autobahnraser oder was. Ist ja furchtbar hier. Wobei ich ja auch manchmal morgens, also ganz ehrlich. Sie sind doch auch schon mal richtig schnell auf der Autobahn gefahren, oder? Also so richtig schnell, wenn alles leer ist, die Sonne scheint und ihr ökologisches Gewissen noch nicht aufgestanden ist. Dann kennen Sie das doch. Je schneller man fährt, desto weniger bekommt man ja von der Umgebung mit. Man starrt nur nach vorne. Der Fachmann spricht vom Tunnelblick. Das würde ich gern mal in der Stadt machen. Ja, 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 ich höre schon Ihren Aufschrei, Frau Ruscher, das ist gefährlich. Ja, natürlich ist das gefährlich, ich mache das auch nicht. Aber mit Tempo 250 in der Innenstadt gäbe es einen klaren Vorteil. Man nimmt die ganzen Wahlplakate nicht mehr wahr. Was für ein Segen. Gibt es überhaupt irgendjemand, der sich die in Ruhe anguckt? Andächtig und beeindruckt vor den genial getexteten Drei-Wortsätzen steht? Freiheit, Zukunft, jetzt zum Beispiel. Ein Wahnsinn. Das ist so außergewöhnlich und individuell. Das passt wirklich nur zu jeder Partei. Oder Wohlstand, Hoffnung, Glück. Ich raste aus, das ist so gut. Da frage ich mich, denken die Texter solcher großartigen Poesie eigentlich auch außerhalb ihrer bezahlten Wahlwerbearbeit so? Eher so Bier, Curry, Wampe oder Tag, Schatz, Essen fertig? Und weil Frauen überlegen sind, kontern sie mit 4 Wortsätzen. Abwasch, Mülleimer, vergessen, heute Migräne. Zuerst hatten sie ja überlegt, die Kosten für die Wahlplakate zu sparen und die Kandidaten selbst an die Straße zu stellen. Also da, wo sonst die Bettler oder die Jongleure stehen, wissen Sie, die einem an der roten Ampel einen Becher hinhalten. Da stünden dann Schulz oder Merkel. Die haben das sogar einen Tag lang ausprobiert, aber da ist die Zahl sprunghaft angestiegen. Jetzt nicht von den Wählern, sondern von den Rotlichtsündern. Das ging gar nicht. Die ganzen Plakate, die guckt doch keiner an. Da bekommen ja die Makramee-Eulen vom letzten Selbstverwirklichungskurs der Volkshochschule Main-Taunus noch mehr Aufmerksamkeit. Wählen geht eh keiner mehr, oder? Aber um mal positiv zu denken, wenigstens kann man gratis am Plakatkleber schnüffeln. Ach nee, schon wieder Baustelle. Fängt ja gut an die Woche. Ruscher hat Vorfahrt. HR1, genau meins.